Zeit, wo deutlich geworden ist, dass das Virus keine Grenzen kennt, dass der Klimawandel uns alle betroffen macht und wir nicht in einem einzigen Land allein gegen ihn vorgehen können, wo wir gemeinsam dafür Sorge tragen müssen, dass Frieden in dieser Welt herrscht, ist es eigentlich vernünftig, vor allem auch junge Menschen darauf vorzubereiten. Und daher wir bei aller Konzentration auf den Ort, wo wir unmittelbar leben, daran denken müssen, die Welt insgesamt gerechter, sozialer und umweltfreundlicher zu gestalten. In diesem Sinn veranstaltet auch das Peter-Ustinov-Institut am 18. Juni ab 10 Uhr eine digitale Konferenz zur Global Citizenship Education. Es geht also darum, jungen Menschen nicht nur den Friedenswillen zu vermitteln, sondern auch die Fähigkeit, selbstständig für diesen Frieden zu kämpfen. Näheres auf der Website des Ustinov-Institutes ustinov.at.